Hallo liebe Brettspieler und herzlich willkommen bei noch einer What's Cooking Playthrough. Heute What's Cooking ist Oros. Ein sehr interessantes, also ziemlich abstrakt strategiemäßiges Spiel. Was geht über Vakan und Bergen zu bauen und die zu kontrollieren. Und ich habe keine anderen interessanten Wörter, deswegen gebe ich das rüber. Also zu Liv. Liv. Ich fange erstmal damit an. Sehr interessant, das Spiel kommt auch auf Deutsch raus. Und zwar bei Board Game Circus. Okay. Also wird man auch beim Kickstarter auf Deutsch backen können. Und wir haben hier natürlich nur einen Prototypen. Ich habe aber schon Bilder gesehen, wie das nachher aussehen soll. Mit Trays und Inserts und alles. Das wird auf jeden Fall noch eine ganze Ecke cooler aussehen. Trays. Aber kein Kickstarter-Spiel kommt mit so einer coolen Stein. Nee. Aber den kann man vielleicht draußen finden, wenn man die Augen aufmacht. Ja, genau. Gleich kommen die Regeln. Aber auch nochmal ganz wichtig. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Erstmeinung ist zu dem Spiel, unten habt ihr ja immer diese Leiste, springt einfach nach hinten, dann hört ihr, was wir darüber denken. Aber jetzt fangen wir erstmal mit den Regeln an. Wenn man am Zug ist, darf man 3 Aktionen machen und hat insgesamt 6 verschiedene zur Auswahl. Die gehen wir mal eben ganz schnell durch, weil dadurch erklärt sich das Spiel eigentlich auch schon ganz gut. Und die erste Aktion ist Shift All Tiles, also man bewegt alle Teile in eine Richtung. Die zweite Aktion ist so ähnlich wie die erste, aber mit dem Unterschied, dass man hier nur wenige Teile bewegt. Am Anfang sind es 3 und die können dann auf andere Teile treffen und die kollidieren dann miteinander. Dann wird hochgerechnet, maximal gibt es die Zahl 4, alles weitere bildet dann Vulkane und wenn man 2 Vierer aneinander stößt, dann kann man einen Mountain erschaffen. Die sind später noch bei einer anderen Aktion wichtig. Kommen wir erstmal zu den Vulkanen, weil das ist die Aktion Nummer 3, die man machen kann. Man kann die ausbrechen lassen und lässt die dann, zumindest am Anfang, in eine Richtung seiner Wahl gerade runterfließen. Und jedes Wasserteil, jedes Wasserecke wird dann aufgefüllt. Sprich, haben wir einen Vierer-Vulkan und der fließt runter und fließt auf ein Dreierteil, dann füllt er das auf, dann haben wir noch 3-mal Lava über und fließt er dann zum Beispiel auf ein Einerteil, dann ist das auch komplett voll und schon haben wir mehrere Viererteile nebeneinander liegen, die wir dann natürlich brauchen, wie eben gesagt, um die Gebirge zu erschaffen. Bei der vierten Aktion kann man seine Follower aussenden, entweder unter seinen Gott sind 2 Spots oder man setzt sie auf eine seiner Gebäude, die man bauen kann, kommen wir auch gleich noch zu. Da können die einfach mal studieren. Das bringt uns am Ende des Tages Weisheit. Wenn wir die wieder zurückholen, kriegen wir Weisheit und damit können wir unsere Fähigkeiten verbessern. Dann kann ich nämlich zum Beispiel nicht nur ein Feld mich weit bewegen, sondern nachher 2 Felder, 3 Felder und so weiter, weil das ist die nächste Aktion. Damit kann ich meine Follower auf der Map bewegen. Über die Playerboards kann man dann noch Sonderfähigkeiten freischalten. Da gibt es dann hier und da noch mal ein paar Spezialregeln. Die könnt ihr natürlich jetzt sehen, wenn wir das Spiel durchspielen. Und damit geht es jetzt dann auch weiter. Viel Spaß! Soll ich einfach mal anfangen oder losen wir aus? Wir losen aus. Dann, Rachel, du löst. Dann zieh mal ein. Ah, klar. Anfangen. Ho, ho, ho. Ding. Zum Glück. Was meinst du denn? The water must flow. Ich bin nicht erster Spieler. Das ist dann schade. Ja, dein erster Zug ist, du darfst jetzt eine Heimatinsel aussuchen. Und das muss eine mit dieses rotes Rand sein, ne? Ja, man erkennt die auch, dass die 1 hier ein bisschen anders aussieht als genau. Die anderen 1. Insel. Und die Zahlen zeigen Insel. Übrigens auch, wie viel Wasserflächen, Wasserkanten über sind. Ja, ja. Ups. Ups. Ich gehe her. Ja, mein Zug fliegt. Das ist dann also deine erste Aktion in der allerersten Runde. Genau. Und ja, danach will ich eine ganze Spalte oder Reihe bewegen. Okay. Und die kommen von hier raus. Oh. Und die werden dann hier rein. Und crashen direkt hier. Ja, genau. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Okay. Das heißt. Spiele ganz wild. Das wird ein Vierer. Das wird ein Vierer. Genau. Alles klar. Ich nehme die mal weg. Packe das bleibt aber hier drauf. Was kommt hier hin? Ein 1, das wird plus 1, eine 1, also eine 2. Genau. Und dann haben wir ein 3 plus eine 1 ist noch einmal ein 4. Noch ein 4er. Oh, das war ein guter Zug. Guter Startzug. Könnte ich mir fast überlegen, das einfach nachzumachen, so gut war das. Und dann. Oh, ja, noch genau. Ein kleiner Insel. Die roten Specialfelder, da sehen wir auch, da haben wir einen Vulkan drunter. Da gibt es immer direkt gleich
Müssen wir immer eine Niveau 2 Vakante aufliegen oder nee? Wenn der nachbildet, ja. Da bin ich glatt überfragt. Okay, ich mach meinen nächsten Zug und kannst du mal überlegen. Ich überleg mal ganz schnell und guck mal. Das war eine Regel. Zwei? Ja, ich schicke eine meiner Arbeiter zum Studieren. Oh, das ist auch gut. Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Weil die Regeln natürlich auch noch nicht finalisiert sind. Mhm. Da hat sich ja auch schon während des Prototyps schon was geändert. Vorher zum Freischalten musste man die komplette Reihe hier haben. Inzwischen nur noch die helle Seite. Aber es ist jetzt viel einfacher. Ja. Es ist in der Tat einfacher, weil du brauchst 3 Weisheit weniger, um einen freizuschalten. Genau. Aber trotzdem dauert das ein bisschen. Es dauert in der Tat 30 Minuten pro Spieler soll das Spiel ungefähr dauern. Das heißt, holt euch eine Tüte Chips, kann ein bisschen dauern. Hast du deine 3 Aktionen gemacht? Ich bin schon fertig. Ach so. Ich habe noch eine Arbeit studieren geschickt. Okay. Ich lerne was von... Das Letzte. So, Water-Sachen, so Wassersachen. Demigod of the Great Water. Ich erinnere mich ein bisschen an der Avatar gerade. Wasser. Water. Also Sonne. Ja, dann ich starte mal hier. Okay. Und mache meine erste Aktion ist... ich weiß ja nicht, soll ich das jetzt echt nachmachen? Das war so ein guter Zug. Oh. Ja, warum? Jetzt muss ich einfach machen. Ja. Ich bewege die 3 hier raus und komme dann da rein. Die können auch andersrum kommen. Zu dir. Okay. Why du bist? Why not? Ja, dann mach ich einen ganz anderen Zug. Ich bewege die hier hin. Das ist komplett anders als was das ich ist was habe. Ganz anderes. Das wird ein 4 mit einem Vulkan drauf. Und das wird dann ein 2. Und dann haben wir nochmal ein 4. So viele bewegen. Und dann noch ein 1. Und hier kommt nochmal eine Insel hin. Viel passiert hier auf die neue Erde. Mann! Genau. Die sortiere ich gleich weg. Ich habe ja noch eine Aktion über. Und es macht einfach auch Sinn, das in der Tat auch so zu machen. Und ich das war nicht nett. Gehe dahin. Das ist das Nachteil von Startspiel zu sein. Jetzt macht Liv alles, was ich gemacht habe. Warum hast du das gesagt? Ja, weil du immer so gute Züge machst. Meine Insel, also mein Startplatz ist ein bisschen... Nein? Ja! Okay. Aber man hat hier schon interessante Auffangmechanismen drin. Also, selbst wenn wir jetzt vorrennen hier, kriegt Rachel freie Plätze, weil man ja nur einzeln die belegen kann. Ah, stimmt. Jetzt kannst du mal diese Seite anfangen. Nee, das ist ja, sie muss ja auf einer Insel anfangen. Die hat noch die und die zur Auswahl. Ah, ja, okay. So, hier. Das ist meine Insel. Und dann erste. Shift all land tiles in ein. Warte mal kurz. Die ersten beiden müssen hier liegen und du musst die beiden verwenden. Habe ich. Du hast das nicht gesehen. Okay, so in diese Richtung. Du musst 3... Ach nee, alle. Oh. Alle. Okay. Das war ein bisschen... Okay. Mies. Geil. Move. Okay, jetzt ordentlich was los auf dem Spiel. Das sieht man jetzt schon. Dann das ist Nummer 2. Schickst du auch ein. Und... Nee, das war schon dein dritter Move, wenn du jetzt jemanden dahin schickst. Der erste war eine Insel. Da stand. Okay. Jetzt bist du schon durch? Ich hab so da und dann our land tiles in einer Reihe und dann studieren jetzt. Okay, arg. Das hast du dir bestimmt genauso schon vorhergesehen und dein Zug weiß jetzt genau, was du machen sollst. Die Sonne. Ja. Ich finde auch hier den Kontrast zwischen Lila und Gelb, muss ich sagen, besonders gut. Ja, finde ich. Die Farben sind aber auch noch nicht final. Ich habe zumindest auf den weiteren Pre-Production-Bildern sahen die schon anders aus. Vor allen Dingen blau wirkte deutlich blauer, als das jetzt ist. Es sieht, ob sie weint ein bisschen. Ja, sie macht Wasser. Sie weint die ganze Zeit. Das ist eine traurige Situation.
Also ich weiß noch nicht, ob wir die Bilder einblenden, aber auf Instagram werde ich auf jeden Fall euch mal noch die Bilder von den Produktionen zeigen, wie das nachher alles aussehen soll. Wobei, ihr könnt es auch auf der Kickstarter-Seite sehen. Fällt mir da ein. Du warst nicht so zufrieden mit dem Zug, merke ich. No. Du benutzt jetzt eine deiner drei Aktionen, um das wieder rückgängig zu machen. Genau. So eins. Das ist mir okay. Dann, ich nehme einen Tub zurück. Also von Studieren. Ja. Dann kriege ich eine Weisheit. Wo bin ich? Wo habe ich die Weisheit bekommen? Ich kann... Also, ich kann dich über Wasser bewegen, ne? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Hier. Only Jesus. Ja. Wir vertrauen in ihn. Alles klar. Von daraus ist die Weisheit, dass ich... Ach, du kriegst schon direkt Weisheit. Hast du wieder einen zurückgeholt? Aha. Ja. Es ist da. Er hat das nicht. Okay, okay. Wo liegst du das? Oh, ich muss das ja irgendwo hinpacken, ne? Journey. Genau. Dort. Und dann danach mache ich meinen nächsten Zug. Ja. Und shift alle die drei hier rein. Genau. Du hast ja nämlich zur Auswahl, welche von beiden Aktionen du jetzt machst. Ja, drei. Du hast ja schon zwei. Hättest auch nur zwei schieben können, aber du wolltest drei schieben. Ich wollte drei schieben. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Nein, hier. Nee, eine Insel. Danke. Dahin. Ja. Ups. Richtig. Dann bin ich jetzt dran und. Komm, hier nicht lange überlegen. Ich gehe hier drauf. Okay. Und schiebe den dahin und der kommt hier hin. Mhm. Und dann. Oh, warte mal, ich habe den falschen bewegt. Ich hätte den bewegen müssen, damit der nämlich frei wird. Das ist nämlich der Kniff hier, dass man sich schon mal überlegen muss, welchen bewege ich, wenn ich nachher diesen Platz wieder frei haben will. Mhm. Und wenn ich den, jetzt kann ich den hier wieder theoretisch draufsetzen. Dann muss ich schon überlegen, welche Aktion will ich als nächstes machen. Ich pack mal den dahin und bewege die drei in die Richtung. Nein. Also hierhin. Jetzt wird es schon voll hier. Und hier habe ich ein Zweier und Vierer. Das heißt, das wird ein Vierer-Vulkan. Mhm. Der dann... den Vierer-Vulkan muss ich da vielleicht auch noch draufpacken. Mhm. Kommt hier wieder einen hin. Und mit meiner nächsten Aktion... Ich bin also ganz alleine. Ich dachte, ich könnte diese. Komm mal zurück. Meiner nächsten Aktion gehe ich hier drauf und schicke noch einen zum Studieren. Ja, genau. Das war's schon. Wow. Okay. Das ist schon ein kleiner Hirnzwirbler, das Spiel. Ja. Aber auch durchaus interaktiv, ne? Bis jetzt ja. Super interaktiv. Okay, alle die drei bewegen in diese Richtung. Die drei? Nein. Die drei? Ja. Wieder diese Richtung. Okay, also, der geht dahin. Ich mag jetzt schon Rachels Spielstil, den finde ich ausgesprochen gut. Okay. Okay. Und was passiert dann jetzt? Rachel, nur kurz zur Info, falls du diese Aktion nochmal machen möchtest, ne? Wenn du den wegbewegst, dann kannst du mit deiner dritten Aktion die gleiche Aktion zweimal in einer Runde machen. Nur so zur Info. Mhm. So, das war Nummer zwei. Ach so, okay, so kannst du natürlich den Platz auch frei machen. Ja. Das ist clever gemacht. Und mit drei bewegst du die nochmal auf dich zu? Ja. Also, du sprichst, als ob du das wolltest. Okay, ich hätte, das geht auch in die. Ja, also es war ja offensichtlich, worauf das hinausläuft, das Ganze. Der kommt dahin, aha, und der erhöht sich um 1. Das heißt, da kommt ein Dreiervulkan hin. Genau. Und ihr könnt zusammen ein bisschen abhängen auf der Insel. Hallo. Du kommst zu mir. Und das war's. Das Gute ist ja, das wirkt jetzt relativ gegeneinander,
aber manchmal will man ja auch zusammen auf Feldern sein. Richtig. Weil wenn ihr zusammen auf dem Mountain seid, haben wir vorhin nämlich nicht erwähnt, diese Teile, man darf immer nur eins pro Mountain bauen. Das heißt, wenn ich da eins hingebaut habe, will ich ja eigentlich, dass einer von euch direkt auch was dahin baut. Genau. Mhm. Ein Vulkan geht, bricht auf. Bricht aus, ja. Bricht aus. Okay. Und das wäre die dritte hier. Okay, dann bricht er dahin aus. Richtig. Macht daraus einen Vierer. Da hat er zwei verbraucht. Er fließt immer in eine Richtung. Mhm. Und würde hier dann jetzt noch ein Einserfeld hinterlassen. Mhm. Super cool. Okay, das war deine eine Aktion. Ja, und... Du hast Land erschaffen. Ich schicke eins noch zum Studieren. Mhm. Und dann move Land House one space. Also, ich würde die beiden hier reinschieben. Die beiden in die Richtung? Ja, genau. Ja, okay. Dann, aber nur die beiden. Dann schiebst du die dahin. Genau. Da kommt ein einser Vulkan drauf. Und dort kommt eine Insel hin. Warte, also das wird ein Berg? Nee, du hast die ja beide bewegt. Hä? Du hast die ja beide bewegt. Also, du musst das 4 gegen 4 krachen lassen. Ah, aber... Du kannst das schaffen, wenn du... ich meine, ich hab die beiden bewegt. Ja, aber wenn du beide bewegst, können die ja nicht gegeneinander knallen. Wenn du die beiden bewegst, dahin, dann wird aus 4 und 4 ein Gebirge. Das war schon ein 4. Ich habe das ein 4 zuerst gemacht. 4, 4 und 4. Ach so. Durch den Vulkan. Und ich wollte die beiden da reinschieben. Es waren 4, 4, 4. Ja, dann genau. Habe ich das falsch gesehen. Das heißt, die beiden bewegst du hierhin. Genau, und das wird ein Berg. Und dann wird hier raus ein Berg. Aber macht das mehr Sinn, hier ein Berg zu machen? Weil du bewegst unbedingt dahin. Und hier so. So wäre es jetzt richtig. Was passiert, wenn das ein Berg wird? Also die Dings bleibt, also die 3? Ja. Ja, lass uns das dann so machen. Also, weil ich weiß, dass Rachel schon dahin bewegen würde. Aber dann wäre der Berg, dann hättest du die beiden in die Richtung bewegt. Genau. Dann wäre der Berg hier gewesen. Ah, okay. Und dann wäre hier ein Vierer. Oh, jetzt hoffe ich, dass das noch alles richtig ist, aber wir tun einfach mal so. Genau. Jetzt perfekt. Jetzt bist du zufrieden? Ja. War das auch schon dein dritter Zug? Ja, ich freue mich sehr. Hm? Okay, jetzt... Wir haben ein Berg. Okay, jetzt muss ich mir nochmal überlegen, was ich machen wollte. Ich will unbedingt wieder hier moven. Das erscheint mir gut. Und zwar bewege ich die Spalte dahin. Okay. Dann haben wir hier 5er Plättchen. Mhm. 4 plus 1. Hier kann ich den 4er gleich behalten. Mhm. Und dann kommt ein 3er-Vulkan hin. Und hier haben wir nochmal 4 und 1. 4 und 1. So. Viel Arbeit für dich. Und 1. Ja. Ist ein bisschen Verwaltungsaufwand, in der Tat. Das war Aktion 1. Aktion 2 ist... ich hole mir die beiden zurück. Okay. Und kriege... 2 Weisheit und irgendwie mag ich diese Aktion. Ich gehe hier gleich mal 2 hoch. Ja. Und weil ich die so gerne mag, benutze ich die auch gleich. Mhm. Nice. Und bewege die beiden hierhin. Okay. So ein Berg und... Genau. Ein Nichtberg. Das wird ein Berg mit einem großen Vulkan. Und 5. Was lag da? Ein 3er oder 4er? Ein 3er, ne? Mhm. Meine ich. Der und der, das heißt, da wird 4 und 1 draus. Und. Oh, ein Berg mit einem 3er. Oh, das nimmt aber gut Fahrt auf hier, das Spiel. Ja. Yeah.
Das war 1, 2, 3. Ja, da bist du schon dran. Okay. So. Wir haben ein paar Vulkane im Wasser. Hast du schon mal einen Vulkan in echt gesehen? Nee, habe ich nicht. Aber es gibt unter Wasser auch welche. Ja. So, ich baue. Das wissen wir vom Pacific Rim. Mit den Kaijus. Ein Monolith. Du baust Monolith. Und so. Das ist kein Monolith. Das ist ein Monolith. Das sieht aus wie ein Monolith. Okay. Guck mal. Alles klar. Ist ein so, du hast den da hingepackt gerade, ne? Ja, ich hab. Und jetzt kriegst du zwei genau. Zwei und auch ein Wisdom. Richtig. Den kannst du auch direkt ausgeben. Das ist ein Space. Okay. Das. Und dann bewege ich mich hier. Bringe das zurück und das ist zwei Wisdoms. Genau. Und eins. Zwei. Korrekt. Oder zwei. Du hättest alternativ auch den zurücknehmen können. Würde ich zwar nicht machen, aber hättest du machen können. Ja. Ja. Wie du gesagt hast, glaube ich, dass du das nicht machen. Oder der bringt dir nämlich noch weitere Weisheit, wenn er dabei zuschaut. Der kann auch weiter studieren, wie Ark da jetzt wahrscheinlich gleich einen Schrein drauf baut. Mhm. Und das bringt dir dann zusätzliche Weisheit. Ja. Du hast den Schrein gebaut, du hast die Stadies zurückgenommen und? Ich habe noch einen Zug. Du hast noch einen dritten Zug, genau. Man kann durchaus einiges machen, wenn man dran ist. Könnte ich sogar das machen. Und die beiden einen Berg? Welche willst du bewegen? Diese hier. Aber du kannst da keinen Berg draus machen. Das stimmt. Weil du kannst die nur zusammen bewegen. Das stimmt. Sie kann die beiden bewegen. Ah! Nein, Mountains kannst du nicht bewegen. Noch nicht. Erst stimmt. Wenn du die Power hast. Mm. Oh ja, das macht ein paar Sachen kaputt, die ich machen wollte. You can't shift no mountains, son. Yeah. Okay, dann... Ja, klar, wieso nicht? Du bist. Sie hat gerade einen Mountain bewegt. Oh Mann, das ist ein Mountain. Dinge. Ja, das darfst du. Da ist es. Okay. Woohoo. Okay, du bist. Ja, jetzt bin ich dran. Jetzt musst du ja erstmal diesen freikriegen, das heißt, den musst du runternehmen. Mhm. Um eine der anderen drei Aktionen auszuführen. Finde ich ein witziges Element, dieses Playerboard, das sie verschiedene Powers noch gibt, zu kombinieren mit einem abstrakten Strategiespiel, was wir hier eigentlich haben. Mhm. Magst du diese Thema? Ja, relativ unverbraucht, irgendwie neue Erdplatten zu erschaffen, gegeneinander zu stoßen, Vulkane irgendwie. Finde ich, kommt ganz charmant rüber. Wir haben nicht so viele Brettspiele hier. Vulkan hier. Du lässt den Vulkan ausbrechen? Ja. Dann kriegst du da einen Dreierteil. Genau. Du darfst übrigens die Direction immer aussuchen, falls du das in irgendeine andere Richtung liegen haben möchtest. Du bist perfekt eigentlich. Okay, das war erste. Ja. Zweite wäre bauen. Okay. Genau. Ein Schrein. Ja, du weißt nicht, was ich bauen. Das ist das Einzige, was du bauen kannst. Ich kann auch den bauen. Nein, den kannst du nur über den Schrein bauen. Piep, piep. Genau, jetzt musst du deine Figur noch da drauf setzen. Rachel macht das schon für dich? Ja, genau. Jetzt kriegst du... Ich gehe mal hier schon mal zwei für dich vor. Schrein. Ja. Eins, zwei ist besetzt, also kriegst du ein Bonusfeld. Richtig? Und zwei Weisheit. Und Rachel kriegt auch noch ein Weisheit. Ich kriege zwei Weisheit? Ja, steht auch da unten drunter. Ihr kennt aber die Teile, ne? Ja, ich glaube schon. Darf ich auch einen Tempel bauen? Ja, aber nicht auf dem Feld. Genau. Der Tempelplatz ist für mich schon reserviert. Ja. Ich muss nur irgendwie da hinkommen. Ja. Okay, jetzt mein letzter Zug. I
Take My People Studying zurück. Ah. Die beiden? Good move. Wo packe ich die hin? Einfach auf zwei Free Action Spaces, ohne die Aktion auszuführen. Ja, das limitiert dich dann natürlich in deiner nächsten Ausführung. Und dann kriege ich nochmal zwei Weisheit. Kriegst du nochmal zwei Weisheit und dann bin ich schon dran, oder? Ja, schon. Mhm. Glaube ich auch. Eins, zwei. Ich. I can move mountains. Ha! Fand das irgendwie ganz smart, was du gemacht hast. Deswegen gehe ich Bro. Dahin und pack da einen hin. Keine originale Ideen. Yeah. Weißt du, es gehört auch Cleverness dazu, gute Ideen zu erkennen von anderen. Ja, das stimmt. Okay. Und die dann nachzumachen. Dann packe ich den hier hin und baue auch ein Monolith hier hin. Gehe da direkt drauf und kann jetzt spannenderweise statt 1, 2 Felder, 3, direkt 4 Felder vorziehen. Und kriege ein Wisdom und bewegt habe ich mich schon und wo gehe ich denn mal weiter vor? Ich gehe hier noch ein weiter vor. Jetzt kann ich schon Dreierfelder zu neuen Mountains werden lassen. Mhm. Und mein dritter Zug ist hier und ich nehme den und den wieder zurück. Mhm. Und kriege zwei Wisdom. Nice. Ob das jetzt so clever war, weiß ich nicht. Wird gleiche Probleme wie bei Axel. Aber weißt du was? Was? Ich gehe hier ganz nach vorne. Wow. Ascent. Und Ascent. Das ist gut in der Zukunft. Das wird zukünftig gut sein für mich. Ich beschleunige das Spiel mal ein bisschen. Ja. Oh, was will ich machen? Schon, das ist schon mal ein bisschen was anderes zu spielen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich breche zwei Volcanoes aus. Okay. Das wird heiß. Oder eins und eins. Du möchtest den erstmal ausbrechen lassen? Aha. Und in die Richtung flowen? Ja. Dann wird hier raus ein Dreierfeld. Mhm. Ich mache einfach mal, wenn du nichts dagegen hast, so. Okay. Und diese vier. Und den Vierer möchtest du auch in die Richtung flowen lassen? Ja. Okay, dann wird da direkt ein Viererfeld draus. Gibt es mir leid. Ach so. Falls du vorhast, hier lang zu gehen, dann müsste man den hier vielleicht drehen, weil jetzt ist hier Wasser dazwischen. Okay, ja, das stimmt. Also ich kann halt sicherheitshalber, falls du das planst, den auch erstmal so hinmachen. Okay. Dann hast du zumindest die Option. Wenn du schlau bist, würde ich das so machen. Damit du auch die Option hast, zu dieser Berg zu kommen. Ja. Oh ja. Ja, du bist halt der clevere, smarte Typ hier am Tisch. Noch heute Abend. Ne, heute Abend. Okay, dann gehe ich hier. Und... Soll ich dir einen super gemeinen, miesen Move verraten? Was? Wenn du auf das Feld gehst, dann ist das blockiert, weil nur einer da draufstehen kann. Ich würde das nicht machen an deiner Stelle, aber dann könnte Ark, so lange wie deine Figur da liegt, keinen weiteren ins Spielfeld bringen. Ja, das war meine Frage. Also könnte ich dann hierher drauf kommen? Auf eine 1? Nee, es ist blockiert, stand in der Anleitung. Okay. Das ist ein super mieser Move, aber bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das nicht nochmal nachher gefixt wird. Hm. Ob man nicht dann doch auf eine 1 rutschen kann, weil... Also, weil irgendwann kannst du Überwache gehen. 2. Ja, ich frage mich nur gerade, wenn man das echt macht, ob der andere dann noch eine Chance hat. Mhm. Weil ich könnte ja auch sagen, ich habe genug Leute hier, ich lasse den da einfach komplett liegen. Das ist schon mies. 3. Oh, nein. Ach so, was machst du eigentlich? Also ich habe diese Volcano und dann Nummer 2 war hier. Zwei ja, und ich. Und dann jetzt mein dritter ist. Ich bewege. Vielleicht diese hier. 2. Okay. Die bewegst du da. Okay. Alright. Ja.
Okay, wie komme ich dann rein? Nur wenn also ich du musst schicken zum Studieren, ne? Genau, das heißt, den musst du auf jeden Fall frei machen. Deine erste Aktion ist also, den hier wegzunehmen von Cent. Mhm. Und weil du nur ein freies Feld hast, musst du Move Land Tiles verwenden. Move Land Tiles. Das heißt, man merkt gerade schon, mehrere Figuren führen auch zu Schwierigkeiten. Ja. Die muss ich hier übrigens auch noch hinpacken, dann habe ich nämlich gleich die gleiche. Aber dann kannst du mir auf diesen Bock. Ich habe meine Frage. Also wenn ich die beide bewegen will, ja, in diese Richtung, es wird keinen Berg machen, richtig? Du musst zwei, welche zwei willst du bewegen? Ich kann eins bewegen. Kannst du nur eins bewegen? Ja, du kannst das dahin bewegen und dann wird das ein Mountain. Ah ja, stimmt. Dann mache ich das. Okay, hier bitte. Berg. Move the Mountain. Dann gehe ich studieren. Ja. Kannst jetzt irgendeinen nehmen. Logischerweise den, die, die Option, die du später machen willst. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber ist deine Entscheidung. Was hättest du nicht gemacht? Oder, ach nee, Journey musst du frei haben. Das ist das Wichtige. Entschuldigung. Journey ist schon frei? Ja, genau. Bam. Und, du kannst dich ja schon viel bewegen. Geil. Weil mit einer Bewegung wärst du jetzt nicht so weit gekommen. Aber jetzt bewegst du den 1, 2, 3 Felder dahin. Clever. This guy is smart. Das sind alle meine Zug. Wow. Kannst du bewegen? Oh Mann. Ich kann nicht so viel bewegen. Nein. Für mich ähnlich. Ich muss auch einen nachher raussenken. Deswegen gehe ich erstmal zu Move Land Tiles. Und ich kann den und den bewege ich darüber und mache da auch einen Mountain draus. Hm. Mit meiner zweiten Aktion nehme ich auch aussenden und sende den hier hin. Oh, ich habe übrigens hier noch einen Schritt nach vorne gegangen, sehe ich gerade, weil ich ja hier schon oben bin. Mhm. Also kriegst du das später oder nee, jetzt? Nee, das kriege ich sofort, das hätten wir eigentlich nochmal direkt machen müssen. Das heißt, alle Inseln kriegen... Oh, Insel. Inseln, genau. Mhm. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Feld nicht auch ein Zweier kriegt. Ich glaube, es ist jeder mit dem roten Rand. Ich glaube auch. Das war, glaube ich, so. Und, meine dritte Aktion ist hier runter zu gehen. Eigentlich wollte ich darüber laufen, aber das geht ja leider nicht. Du bist zu langsam. Du musst dich ein bisschen mehr fit machen und trainieren. Ja, ich dachte, wenn ich Berge hoch und runter laufe, dann passt das schon. Die eins. Ja. Danke. Gut, dass einer hier wenigstens aufpasst. Er hat das gesehen. Glaube ich nicht. Der schlaut. Herr Kamera kann die Kamera also schon zeigen, dass ich das gezeigt habe. Okay. By the way, I can move the mountains. Nicht okay. Schlecht. Du kannst auch, aber ich wollte das nur sagen. Ich kann keine Mountains bewegen. Ich kann aus Dreierfeldern einen Mountain erschaffen. Ah ja, stimmt. Ah, das könnte ich auch nämlich. Ah, das ist Mountains bewegen. Genau. Alles klar. Gehe ich hier. Achso, du hast alle in die Richtung bewegt, ja. Mhm. Okay. Ah, okay. Tschüss. Interessant. Da. Und ich nehme das da. Mhm. Und. Eins, zwei. Arg, ich muss sagen, das Spiel scheint dir zu liegen. Mhm. Auch dass du schon hier, ich merke jetzt gerade, wie wichtig das ist, dass man sich mehr bewegen kann. Das habe ich gar nicht so registriert am Anfang. Bewegen ist wichtig. Hat man ja eben schon bei deinem Dreier-Move gesehen. Ich glaube, da werde ich gleich auch mal ein bisschen was rein investieren. Das geht da und das geht da. Dann haben wir 3 plus 3 macht 6, also 4 und 2. Schade, wir könnten einen Berg daraus machen. Du kannst auch so einen Berg daraus machen. Ich kann alles machen. Ich bin fertig. Du bist.
Curio. Aber ich glaube, er wird erstmal bauen. Ich baue ein Monolith. Mhm. So, eins. Monolith. Okay, und dann kriege ich Ascent 2. Eins, zwei, drei. Korrekt. Und ein Wisdom. Schade, nur eins. Ja, der Monolith auf Stufe 1 gibt dir nur, also das ist der leichteste, der gibt dir nur ein. Okay. Wenn du aber deinen zum Studieren da liegen lässt, bis wir gebaut haben, hat der im Endeffekt dir auch 3 gegeben. Mhm. Meine Weisheit wird hier sein, damit ich mehr Menschen auf der Map schaffen kann. Clever. Dann All Entiles, Move on Space, Erupt the Volcano. Ich würde dann jemanden schicken und er steht dann hier drauf. Ah, good one. Und dann, ich habe noch einen Zug. Noch ein? Bauen und schicken hast du gemacht, ne? Genau. Okay. Schade, ich hätte die einfach für irgendwo anders genommen haben. Ich muss gleich Journey machen, das heißt, ich muss hier hingehen. Mhm. Ja, ich mach Journey dann. So, das wird 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ich gehe dann mit in nach hier. Okay. Dann bin ich dran. Wie? Oh ja, okay. Ich mach Move. Jenny. Hä? Ja, ich habe das von hier genommen und darüber geschoben. Und ich bewege. Das machen wir das. Das hier hin? Oui. Und. Ein Take That Move. Gehe, genau, weil ich nichts Besseres hatte hier. Gehe dahin. Okay. Also es scheint doch auch ganz hilfreich zu sein, früh irgendwo ganz oben zu sein. Mhm. Und macht dann, möchte ich Journey machen. Zweiter Move. Und mein dritter ist, nehme ich den hier runter? Du warst hier? Nee, ich war da drunter schon. Oh, nice. Ich möchte auf jeden Fall bauen. Das mache ich mit dem hier. Und zwar baue ich hier auch einen davon hin. Und gehe bei Bewegung nach oben. Mhm. Und bekomme nochmal 2 hiervon. 1, 2. Das heißt, hier wird ein 4er draus. Hier wird ein 4er draus. Und da auch. Okay. Okay, gut. Und das waren auch schon meine 3 Züge. Wow. Okay. Dann gehe ich hier und bewege mich. Ein Platz. Und dann hier. Und diese beiden kommen zurück. Und 2 Weisheit. 1. Und nach 1. Mhm. Und dann mein dritter. Was kann ich machen? Ich habe die beiden. Kann nur eine Person hier draufstehen? Ja, da kann nur einer mal draufstehen. Kann ich etwas darauf bauen trotzdem? Ja. Okay. So, weil du würdest dann eine Ebene darüber ja wieder was stehen und bauen. Ja. Okay. Eins, aber du kannst nicht dahin laufen. Oder kannst du über Wasser laufen?
Noch nicht. Aber du kannst natürlich schieben und laufen. Das würde natürlich gehen. Ich habe Ideen. Hättest du mal vorher Bescheid gesagt, was hätten wir dir gemacht? Dann hätte ich dich hier hingeschoben. Du hast schon etwas Unnettes gemacht. Aber stimmt, du kannst diagonal natürlich hier hinschieben. Du bist. Ah ja, stimmt, ich kann auch diagonal. Danke, Rich. Und du bist fertig. Was war das? Oh, das stimmt. Gemacht? Ich kann auch. Kannst du auch diagonal schieben? Ja, okay. Danke. Das hilft mir auch in der Zukunft. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das stimmt. Man hat hier angenehm viele Möglichkeiten in seinem Zug, ne? Ja. Dadurch, dass du immer noch aussuchen kannst, welche Richtung genau, jetzt bewegt er sich da diagonal hin. Oh, nein, das hilft mir nicht. Oh, wait. Ich habe die falsche genommen. Ja, ich muss das von Journey nehmen. Ja, okay. Weil dann kann ich... Dann kannst du... Diesen dann hier nehmen und hinsetzen. Nee, du musst dich erst bewegen, musst erst Move One machen, um hier hinzukommen. Oh ja, okay. Genau. Und jetzt kannst du mit dem dritten Zug. Dann jetzt kann ich bauen. Genau, und jetzt mache ich hier mal ein bisschen Platz für dich. Und er kommt auch direkt hier oben drauf. Ja. Ascension ist schon. Das geht hier hoch. Ja, da spielt schon mal jemand auf Punkte. Und Ascend 2. Sollte ich vielleicht auch machen. 2. Wisdom 2. Ich sollte alles machen, was du machst, Ark. Ich glaube, das ist gut. Hey, pass auf. 1 und 2. Wo geht der hin? Red. Hier. Einfach irgendwo? Free Action Space kommt der, glaube ich. Ja. Yeah. Direkt. Weiß nicht, ob. Oder das darf der da liegen bleiben, bis man den verwendet? Das ist nichts. Guck mal, ob ich es finde. What? Dass du das auch hoch bewegt hast. Ja, ich habe meine zweite Schein gemacht. Das ist crazy. Ich mach noch einen. Wow. Ich guck mal, ob ich das finde. Ich gehe eigentlich dann. Ah, da. Weißt du, was ich machen werde? Das wäre lustig, da hochzugehen. So, wir bewegen diese mit jeder. Ah, Liv, ich glaube, ich habe das sogar falsch gemacht. Ja, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gefunden, ob der direkt irgendwo hinkommt oder nicht. Ich darf den Journey-Move nicht machen auf eine besetzte Feld. Ja, aber ich stand ja auf dem. Du bist ja hier hingegangen. Das ist okay. Ist das okay? Ja. Okay. Okay, dann gut. Ich habe eine Frage. Ja. Wir bewegen diese hier nur wegen Wissenheit, ja? Ja, genau. Er hat das nicht gemacht. Er hat das bewegt, weil er zwei Schreien hat. Hä? Du bewegst diese nur wegen Wissen, also Weisheit. Die werden nicht automatisch hochgeschoben, wenn du das gemacht hast. Ach so. Dann kommt die wieder runter. Ich habe mich schon gefragt, wie du das hingekriegt so hast. So nickt zwei, also ja. Okay. Aber danke Rachel, gut aufgepasst. Dann, statt die Sachen hier rüber zu machen, 1, 2. Achso, du hattest die beiden Weisheiten noch nicht ausgegeben. Jetzt gebe ich die aus, damit. Genau, kann man auch sonst relativ einfach zurückrechnen. 1, 2, 3, 4, 5 müsstest du haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So irgendwo noch angekriegt. Nee, jetzt ist richtig. Also, hier war das. Können wir jetzt nicht mehr ganz. Ach so, hier rüber hat man ja auch noch Weisheit gekriegt. Ja, genau. Ja, dann kann man sie nicht zurückrechnen. Wird schon so passen. Bis jetzt ist alles richtig. Also, ich habe die nur bewegt. Und ich habe alles, also das war 1 hoch und das war 2. Mhm. Und ich habe das zurückgenommen und dann habe ich die 2 Weisheit hier ausgegeben. Okay. Das kriegen wir hin. Super duper. Du bist. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte... Mein Zug machen. Ja, was hattest du denn nochmal gemacht?
Bewegen ist immer gut. Ja. Ja, wieso nicht? Bewegen. Ich gehe dahin. Dann möchte ich gleich bauen. Und danach möchte ich dahin. Ich mache den hier frei. Ich möchte bauen. Und zwar baue ich hier wieder so einen hin. Und eins? Nee, zwei. Und ein Wisdom kriege ich. Und der kommt direkt hier drauf. Und die Weisheit nehme ich hier. Okay. Das war bewegen, bauen. Da habe ich ja noch einen. Genau, ich wollte ja noch jemanden aussenden. Und zwar wollte ich. Ne, auf deine Farbe? Den da hinsetzen. Das war da. Er muss da bleiben. Stimmt. Dann setze ich den hier dahin. Okay. Ich pass gut auf. Ja, ich nenne auch. Ja, okay. Ich bin auch schon mal gespannt, wie das ausgeht. Ja. Ich glaube, einen Punktetrack hätte ich am Ende des Spiels noch gut gefunden. Fällt mir gerade mal so auf. Wir müssen ein Tastetor benutzen. Okay, hier. Die hier einfach als Punkte. Ja, genau. Und Plättchen. Aber es sagt doch 13 Minuten pro Spiel, aber so ist mein Gefühl nicht. Glaubst du schneller? Eins. Bis jetzt ja. Ich glaube auch. Wegen wie weit wir schon hochgekommen sind. Also machen wir das richtig? Ich denke schon, ich bin halt extrem schnell hier hochgegangen und gehe deswegen schnell da die Plätze. Aber, guck mal, wir haben auch schon einiges an Teilen hier gebaut, ne? Mhm. Also ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier. Nähert sich schon ein bisschen dem Ende. Ich könnte 30 Minuten pro Spieler rechnen, weil man viele überlegen muss. Ja, genau. Also in das Spiel, weil es so also abstrakt strategiemäßig ist, also kann man sagen, okay, wenn ich dahin bewege, dann willst du dann das machen. Krass. Und deswegen muss man alles zwei überlegen. Wisdom und hier zwei Felder vor. Okay. Und was? Ich denke, du kannst deinen Zug machen. Ach, das war schon dein letzter dann. Ja, das war dein Zug? Okay. Dann, ich nehme zwei zurück. Du nimmst sie zurück, okay. Kann man machen. Den musst du aber auch wieder einen hinsetzen, um die dahin auszuwenden, ne? Das habe ich auch schon gemerkt, dass das. Stimmt, das ist eine doofe Idee. Ja. Schade. Gerade den hier willst du vielleicht ja noch haben, um da und da was hinzubauen, ne? Ja. Wo war ich? Da? Ich bewege mich dann. Mhm. Eins, zwei, drei. Okay. Dann wirst du wahrscheinlich gleich hier was bauen. Dann baue ich. Packe ich nämlich den hier schon mal hier hin. I ascend. Eins, zwei. Dann musst du noch dein Teil da drauf bauen. Ah ja, das ist meine letzte Shrine. Schade. Kriegst du auch noch zwei Wisdom. Genau. Ich nehme den, glaube ich. Habe ich den hier freigeschaltet? Ich habe nirgendwo gefunden, wenn man den freischaltet, ob man den direkt hierhin platzieren muss oder nicht. Das mag Sinn. Wahrscheinlich wird es so sein, ne? Mhm. Mhm. Eins. Okay, das schon zwei Züge. Dann gehe ich auf Send auf raus schicken. Ich schicke der Trupp dann irgendwo hier raus. Genau, das war dein dritter Zug, ne? Ja.
Dann bin ich dran und ich gehe hier hin und bewege die. Und zwar bewege ich die einfach mal dahin, um hier nochmal ein Feld vorzugehen. Das heißt, wir verteilen hier mal wieder welche. Legst du den einen mal darüber, bitte? Okay. Das war Aktion 1. Aktion 2 ist einen auszusenden. Und Aktion 3 ist Move. 1, 2. Okay. Geh nicht daran. Dann bewege ich mich hier. Und. Oder? Studierst du? Darf ich diesen Mensch hier legen? Ja, klar. Bringt dir aber kein Wisdom, wenn du den da wegnimmst, ne? Und du hast keinen auf dem Board, musst zusätzlich wieder jemanden auf dem Board bringen. Also. Aber nur hier oder hier. Genau. Aber. Also die 3 kannst du dann rufen. Also bis zu 2 kannst du zurückrufen. So, das war Nummer 1. Dann. Was war Nummer 1? Ja. Einen dahin zu setzen. Ja. Ah, okay. Hast du schon mal einen Berg gesehen, als das gefarmt wird? Nee. Ich auch nicht. Aber das war auch interessant. Das hat so ein bisschen erdbebenmäßig hier auch so, ne? Diese Krusten, die gegeneinander. Ja. Und dann. Ja, und das war interessant zu lernen. Ich bin viel also in den Bergen gewandert mit ein paar Krümpels und jemand, der viel Erkenntnis darüber hat, hat mir schon einmal erzählt, Bergen leben oder sind die am Sterben? Okay. Also Bergen, die am Leben sind, sind jüngere Bergen und die wachsen immer noch. Krass. Aber man merkt das nicht. Also über Jahren kann man das merken, weil dann ist das ein, also 50 Meter höher oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Unterschied so krass ist. In 100 Jahren vielleicht ist das so krass. Aber dann gibt es auch Bergen, die sich reduzieren. Also die sind nicht mehr am Leben. Also es ist, ja, die Reaktion geht dann wieder runter. Warst du auch so richtig Bergsteigen, so mit hoch Dings, oder warst du eher hier auf, also rentnermäßig mit dem Stock? Nee, das war wirklich abenteuermäßig. Ich hab gute Bilder. Ich muss noch mal mein Brot essen und hier, ich habe noch was zu trinken. Wir bringen Wurst mit. aber nee, das war sehr abenteuermäßig. Wir nennen das ein Catwalk. Also das ist ein sehr dünner. Catwalk? Ja, genau. Das ist ein sehr dünner Brücke. Aus Steine gemacht. Ja. Und also auf eine Seite war 1000 Meter und auf die andere Seite war 1000 Meter. Ja, muss man ein bisschen oben und runter gehen und so weiter. Es war, da geht aber die Adrenalinpumpe, oder? Ja, ja. Heftig. Was mache ich da mit meinem Zug? Mensch, was hast du hier gemacht? Ich habe einen Teil bewegt. Diese war hier. Und jetzt hier. Warum hast du das dort? Und dann habe ich einen Vulkan gebaut. Okay, dann ich weiß, was wir brauchen. Wir brauchen eine Eruption. Alright. Ah, oh, das war dumm. So, diese Eruption wird dann in diese Richtung gehen. Das war dumm. So, das wird dann ein 4. Das wird ein 4er-Feld, korrekt. Genau. Und das hier wird ein 2er. Ach nee, du hast ja nur ein. Nur eins, ja. Kein 2. Ja, meine Fähigkeit ist nicht so stark. Damit, dann bewege ich 1. Die werden zu
Nein, an der. Also, du stehst dann gerade dort. Ja, ist okay. Das ist ein 3. Du kannst. Du kannst use 3 tiles to form that. Ja, richtig. Ich gehe dann von dieser Richtung. Du kannst das schaffen. Warte. Hier ist mein Problem. Das ist schon meine zweite Aktion. Du hast alles kaputt für mich gemacht. Du machst auch gerade meine Aktionen hier schon kaputt ein bisschen, aber mach mal weiter. Also, ich muss das so schaffen, dass ihr mindestens etwas baut, weil ich keine Shrines mehr habe. Ich muss entweder zuerst bauen oder aus letzter etwas bauen. Ja, okay. Das ist für mich, was ein Problem bringt. Okay. Also, ich brauche, dass Rachel dahin geht und etwas baut und dass du dahin gehst und etwas baust, weil jetzt sind wir an meiner letzten Aktion und ich kann unbedingt nicht mehr bauen. Verstehe. So, ja. Das könnte problematisch für dich werden. Ja, ich habe das von daher genommen. Das will ich machen. Ja, ich lasse das einfach so sein. Und ich mache das einfacher für Rachel und schwerer für dich. Weil du weiter bewegen kannst, oder? Und nee, Rachel kann weiter bewegen. Zurück liegt das vor dir. Hier kommt eine. Was hast du da zusammengepackt? Welche beiden Teile? Ein Dreier kommt da noch drauf. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, und das ist mein dritter Zug. Achso, dritte Aktion. Ja. Ich habe das gemacht, weil du weiter bewegen kannst. Ja. Ja. Gehst du hin oder nicht? Für mich jetzt ein bisschen ärgerlich. Eigentlich wollte ich dieses Teil dahin bewegen. War schon froh, dass Rachel mir den Platz da freigemacht hat. Warum? Oh, du wolltest hier hinkommen. Ja. Ah. Und damit hätte ich auch noch da einen Punkt mehr geholt. Ah, okay. Jetzt mit nur bewegen ist halt ein bisschen doof für mich. Okay. Aber wird sich nicht ändern lassen. Zumal ich Journey nicht frei habe. Das ist halt das noch ärgerliche dabei. Oh, und du hast auch keinen Monolith mehr. Oh nein! Ja. Ich hab das wirklich verballert für dich. Ja. Das wusste ich nicht. Hast du etwas sagen können? Das wusste ich nicht. Also ich muss... Oh nein, dann wenn du vor mir gehst und dahin baust, ist das schade für mich. Ich muss den Journey freikriegen. Das kann ich nur machen, indem ich hier etwas bewege. Du kannst auch eine Eruption einführen. Nee, ich will da ja mir noch einen Punkt holen. Ach so. Und. Du bewegst so viel. Ja, ich mache das ständig, um mir da die Punkte zu holen. Ja. Dann möchte ich mich bewegen. Ich will keine Stunde spielen jetzt. Dann gehe ich hier hin. Oh Mann. Und. Aber du bist auf diesem Berg. So, du kriegst. Ich krieg Weisheit? Hier hin, ja. Ein Weisheit, weil du da und, bist. Und baue den da hin. Ja. Und ich nicht, weil ich nicht da bin. A kriegt ein Weisheit, das ist richtig. Danke für die 6 Punkte am Ende, das Spiel für jede Schrein. Und ich... Ich verliere dieses Spiel. Damit habe Spaß. Übrigens Spiel fast beendet. Okay, so Rachel hat noch einen Zug und ich bin schon raus. Yep. Achso, hier ist ja dein Startspielmarker. Und das ganz zum Schluss cool. Nochmal. Okay, dann bewege ich mich. Cool. Hier. Ich kann mir dann 6 extra Punkte bekommen. So, das... Oh nein, das 1... Ich glaube, dadurch, dass du dich da so wenig bewegt hast, Rachel, wird das eine enge Kiste für dich. Okay, warte. Hier. 1. Sorry. Und dann 2. Man, ich wünsche mir, dass ich mindestens meine Menschen zurückrufen kann. Und dann. Es wird 4 Punkte. Zumal, du hast nicht hier freigeschaltet, ne? Was? Alle, die studieren, geben mir noch einen Punkt. Ah, das habe ich versehen. Oh ja. Habe ich. Naja, ist ja auch unsere, hier deine Erstpartie, also von daher. Ja. Da muss ja auch was gelernt werden. 1, 2, ich habe das. Das gilt nur beim ersten Mal, wenn da jemand rüber geht. Okay, gut. Und dann Weisheit.
Genau, hier kannst du nochmal Punkte machen, ne? Das macht wahrscheinlich Sinn, zu gucken, wovon du am meisten gebaut hast. Mhm. Ich glaube, die hier. Ja. Achso, du kannst nur einen hochschieben. Nur einen. Okay. Ah, okay. Gut, ja, dann ist es zu Ende. Dann zählen wir mal eben kurz hier die Punkte durch. Ich mache das mal in der Tat hier mit. Das sind hier 7 Punkte. Dann ein für jeden, der studiert. Das sind 3 bei mir. Mhm. 1, 2, 3. Hier leider nichts. Aber hier kriege ich noch 5. Und für jedes Mal, das ich jetzt gebaut hätte, hätte ich noch mal einen Weisheit gekriegt. Das hatte ich auch. Hast du das bei dir eigentlich genutzt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Arg? Nein. Aber zum Glück ist das nur optional. Also nicht so schlimm. Ist okay. Ich gehe ja mindestens noch 1 höher. Ja, ist okay. Ich habe 2-mal gebaut, ich gehe 2 höher. Du hast 2-mal danach noch gebaut, bist du dir dessen sicher? Ja, es war hier oben. Von mir aus, mir egal. Nee, so. Ich kriege auf jeden Fall 15 Punkte für die 3, genau. 4, 8, 12, 15. Das war's schon und hier oben kriege ich nochmal 15. Ich würde 30 insgesamt. Ja, die Frage ist, ich würde 1 kriegen, sobald ich das erreicht habe, oder? Plus 1 Wisdom. Und dann jedes Mal, ich baue. Immer wenn du baust und wenn du das, nachdem du das erreicht hast, ja. Dann insgesamt ist das 2. Soll mir recht sein. Genauso wie, also Dings hier. Ja? Also sobald du das erreicht hast und dann hast aber du jedes Mal. Aber erst nachdem du die Aktion wieder verwendest, genau. Genau. Aber dann habe ich ja nochmal gebaut. Soll mir recht sein, soll passen. Ich zähle jetzt mal meine Punkte zusammen. 4, 8, 12. Plus 9 macht 25. Plus 15. Macht er glatte 40 Punkte für moi. Vielleicht habe ich nur 20. Wollen wir deine zählen? Ja. Ein Punkt für jeden, der studiert. 3. 2. 4. 2. 4, genau. Okay. Und dann nur noch hier Punkte. Wie viel hast du von denen gebaut? 2. Dann sind das nochmal 4 Punkte. 8 plus 6. Und dann können wir noch Arcs-Punkte zählen. du kriegst für deine Studierenden nichts. Nix. Auch hier hast du 3 Punkte hast du da oben erreicht. Ja, ich habe 3. Und von den Monolithen, wie viel hast du davon gebaut? Ein Monolith, ja. Also 2 Punkte. 2 Punkte für mich. Genau. Und jetzt aber dicke 7 Punkte. Schein. Für jede Schein und ich habe alle 3 gebaut. 7, 14, 21. Plus die 5 macht 26. Plus 36 insgesamt. Wie viel hattest du? Glatte 40. Knapp. Okay, so. Spiel beendet. Kommen wir zur Nachbesprechung. Wer wird zuerst? Oh, ich fange gleich mal an, glaube ich. Okay. Ich fange selten an. Okay. Also ich finde witzig, hier, das ist mir sofort als erstes ins Auge geschienen, dass man hier so 2 Sachen mitten kombiniert hat. Normalerweise bei anderen Spielen wäre nur das hier das Spiel. Mhm. Das wäre so eine Art abstraktes Strategiespiel und das würde ja auch schon eigentlich reichen. Das wäre ja auch schon witzig mit dem Hin- und Herschieben und so und kombinieren. Aber durch dieses Player-Board, finde ich, kommt da nochmal eine andere Ebene rein. Genau. Man sieht auch, wenn man guckt, wir haben die alle so ein kleines bisschen anders aufgebaut. Ich bin ganz früh hier drauf gegangen und wollte mir dann hier die Punkte holen. Mhm. Du bist dann darauf gegangen. Ich habe auch diese, also, und das war genau, nicht gut. Du hast zu ausgeglichen wahrscheinlich nachher gespielt. Ich habe zu viel studiert. Du hast zu viel auf eine Dings gespielt. Yeah. Also auf alles gespielt. Das finde ich auf jeden Fall irgendwie witzig. Ich finde auch die Möglichkeiten, die man hat, das ist so wahnsinnig viel. Bewege ich die dahin oder dahin? Bewege ich alle dahin? Mhm. Ich habe Vulkanausbruch eigentlich gar nicht großartig benutzt, aber da kann man sich natürlich auch nochmal zur Not irgendwelche Wege schaffen. Ich habe das oft aus Du hast, ich habe das nicht einmal benutzt.
Ich habe es nicht einmal benutzt. Ich bin hier nur hochgegangen, um diese Reihe hier zu füllen. Mhm. Also mein erstes Gefühl ist sehr positiv, muss ich sagen. Und das, diese Thema. Das gefällt dir? Mhm. Seltsame Thema. Es ist also seltsam. Mit Erdbeben und so Vulkan. Ja, wir haben keine andere Brettspielerin, also auf unserem Weg. Und wir haben viel. Ja, wir haben viel. Ach, würdest du sagen, das ist einsteigerfreundlich? Ja, also Rachel, warst du fertig? Also, ich mag diese Themen. Es gibt viele Optionen, dass du etwas spielen kannst. Und ja, ich finde, deine Spielbrett ist ein bisschen besser als meins. Also, es war auf diese Reihe, aber ich finde es interessant. Mhm. Es geht auf jeden Fall schneller. Ich muss das also noch einmal spielen. Ja. Also, die Spielernsalter ist übrigens ab 14 steht drauf. Hm. Ich glaube, das ist ein guter Alt. Ach, was sagst du? Ab 12 würde auch gehen. Aber ich glaube, ja, das Spiel überrascht mich ein bisschen. Die sagen selbst in jedem Erklärungsvideo, dass es ein Worker-Placement-Spiel ist und so weiter, aber ich hatte wirklich kein Gefühl... Worker-Placement ist es eigentlich gar nicht. Ich hatte kein Gefühl, dass ich die ganze Zeit ein Worker-Placement-Spiel gespielt habe. Ja. Also der... Da muss ich auch nochmal klugscheißern an der Stelle. Ja. Worker-Placement ist ja auch ein Platz zu blockieren. Diese Option existiert hier nicht. Normalerweise. Sondern wir haben hier Action Selection. Das ist der Unterschied. Das ist wirklich, was das ist, ja. Würde ich sagen. Also natürlich habe ich hier in Anführungsstrichen Worker, aber es ist, ich kann ja nicht sagen, so, ich gehe darauf, damit du das nächste Runde nicht benutzen kannst. Genau. Daher ist es Action Selection. Selection ist das mehr. So, es ist interessant, dass die also in ihrer Regelerklärung gesagt haben, dass es ein Worker Placement ist, obwohl es wirklich nicht ist. Ja. Weil das ganze Zeit habe ich erwartet, Worker Placement irgendwie, und dann hätte ich das Gefühl, das war wirklich kein Worker Placement. Nee, das ist es nicht. Ich mag das immer mit Tableaus oder Tech Trees oder so, solche Sachen freizuschalten. Das ist irgendwie in Richtung Engine Builder, weil du mehr Sachen schaffen kannst, aber du baust wirklich keine Kette. Also nee. Du erhöhst wirklich die Fähigkeiten. Und das ist ein richtiger Tech Tree. Das trifft schon ganz gut. Ich kann das einzige Spiel, womit ich das Spiel vergleichen kann, ist, wie heißt das Spiel, die ich immer mit dir spielen wollte? Silk. Ah, mit dieses chinesische Wörmer. Mit dieser komischen... Das hat mir wirklich keine Chance gegeben. Warum machst du so ein Gesicht? Aber, aber so funktioniert das eigentlich, dass also es baut sich auf einen Kreis. Also du kommst von hier wieder rein. Und das ist auch teils bewegen und du kannst Sachen da reinlegen. Es ist nicht super ähnlich, aber also mindestens wie das Feld gebaut ist. Aber optisch gefällt mir das sehr. Ich wünsche... Also die Kunst finde ich cool. Okay. Würdest du vielleicht sagen? Nee, wie du das Zusammenspiel von Miteinander, Gegeneinander hier findest. Mag ich. Also die Take That ist nicht so stark. Mm-mm. Also, dass ich zu viel allein spiele, ist auch kein Problem. Aber was ich mir wünschen würde, du sagst Game Trays und solche Sachen bei der Kickstarter, noch geiler. Also sehen wir vielleicht schon Asymmetrical Fähigkeiten. Habe ich auch schon ein bisschen drauf geschielt. Für unsere Götter. Also, weil meins Wasser ist, habe ich schon gedacht, ich könnte schon die Fähigkeit haben, dass ich über Wasser gehen kann, aber nur einen Schritt. Mir egal, also Wassergötter. Aber Sonne? Also, die können etwas ausdenken, das ist für die Sonne, also das geht. Okay. Du kannst for free einen Vulkan Ich hätte jetzt gesagt, was für die Rückseite, aber die ist ja voll halt, ne? Das ist ja schon das Problem. Ja. Da gibt es ja schon das Board für Ich werde nicht überrascht, wann es ein Kickstarter-Stretch-Goal wäre. Yeah. Asymmetrical Powers für die Götter. Oder für jede Spielfarbe. Ja. Aber ich finde, also optischweise, ich finde das passt besser. Mhm. Ja. Aus deins. Lila und Gelb. Deins war zu rot, an Rot. Lila und Gelb passt ja gut zusammen. Meins war auch okay, weil es nicht die gleiche Blau war. Aber wünsche mir auch ein bisschen mehr in diese Richtung. Ne? Ja, ich finde diese Farben sind sehr schön. Ich finde auch, also die Spiellänge fand ich doch angenehm. Ich hatte erst ein bisschen Befürchtung. Ja. Ich dachte, 90 Minuten kommt mir ein bisschen lang vor. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir aufgenommen haben. Es wird auf jeden Fall schneller gegangen sein. Ja. Ich gehe auch davon aus, auch wenn man es anders spielt, ich bin jetzt hier extrem hochgerannt, aber ich glaube, viel länger geht es einfach nicht. Ja. 10 Minuten, 15 Minuten länger vielleicht.
Was ich eben noch sagen wollte mit diesem Zusammenspiel, das fand ich halt ganz witzig, dass du in den letzten Zügen schon überlegt hast, ja, ich möchte was für euch tun. Ja, damit ich etwas am Ende tun kann. Genau, hier, ich gehe, hier, mach doch mal, ich gebe euch hier ein bisschen was. Ja. So, und das ist so, das finde ich eine ganz witzige Kombination aus. Eigentlich zwischendurch macht man mal so Züge, ich bewege dich einfach mal weg. Oder auch am Anfang hat Rachel hier so ein bisschen aggressiv gespielt. Ja. Aber man muss immer wieder auch mal so leicht kooperativ spielen, weil man will ja auch mal ein bisschen auf die gleichen Felder irgendwie hochbauen. Du brauchst einander. Ganz witzige Kombination. Du hast mich schon gefragt, ob ich das Einsteigerfreund nicht finde und ich habe nicht geantwortet. Wann der Tup der Regelbuch lesen muss, ist das nicht für ihn einsteigerfreundlich. Nee. Aber wann er an den Tisch sitzt und mitspielt, ist das überhaupt einsteigerfreundlich. Ich finde, das hat eine sehr gute Kombination zwischen, wie du schon gerade gesagt hast, kooperativ spielen und gegeneinander spielen. Für Leute, die neu im Brettspiel sind, manchmal ist das also ein Euro oder ein Worker Placement. Also es gibt zu wenig Interaktionen. Das ist für manche Menschen ein bisschen langweilig vielleicht. Stimmt. Aber weil man auch also ein bisschen, hey, ich schiebe dich auf die andere Seite der Welt. Das ist schon ziemlich cool. Zumal auch dadurch, dass man nur unten die ersten Fähigkeiten frei hat. Ja. Das ist so, man hat anfangs gar nicht so viele Optionen. Das macht es, glaube ich, einfach, in die ersten Züge reinzukommen. So, ja, alles, was ich machen, alles, was ich machen kann, ist die dahin schieben, das war's schon. Ja. Ich würde mich freuen, ob ich mehr später kann ich noch mehr machen. Okay. Mhm. Alles klar. Aber ich denke, gutes Spiel. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Ich mag ja gute abstrakte Strategiespiele, vor allen Dingen. Das will ich jetzt hier unbedingt nochmal erwähnen. Abstrakte Strategiespiele, die man zu dritt und zu viert spielen kann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da gibt es gar nicht ganz so viele auf dem Markt. Gibt es ein paar, aber nicht allzu viele. Von daher auch nochmal ein Pluspunkt. Also ist kategorisiert als Abstrakte Strategie? Ja. Es gibt ein paar. Es gibt ein paar, aber es ist nicht die Welt. Aber dieses Thema ist sehr cool für ein Abstrakte Strategie-Spiel. Ja. Und ich weiß nicht, ob noch einer was euch dazufügen möchte. Nee, also nur, dass ich hoffe, der Künstler ein bisschen hier so ein bisschen, also, pappenwellest. Okay. Sieht okay aus. Das findest du auf der Kickstarter-Seite heraus. Ja, wie gut das dann am Ende des Tages. Ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Geht heute oder morgen online. Guckt auf jeden Fall mal nach. Wir packen den Link unten in die Beschreibung und wünsche an dieser Stelle wie immer viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Stay hungry for more board games. Ciao.